ist ganz schön schaukelig. Moin moin von der Bruti. Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Nach dem ganzen Stress mit der Werft und der daraus resultierenden Arbeit wollten wir erstmal eins: gemütlich ein Stück segeln und Wasser und Schiff genießen. Des Weiteren galt es noch zu klären, wie unsere Saison weitergehen soll. Fahren wir zurück nach Ockermünde? Bleiben wir hier? Der Liegeplatz in Ockermünde war für diese Saison bereits bezahlt. Bleiben wir hier in Wismar? Müssen wir uns um einen Liegeplatz bemühen. Das sind zusätzliche Kosten. Irgendwie ärgerlich. Wie geht's Ihnen? Gut, sehr gut. Wo sind wir? Keine Ahnung, kurz nach Wismar? Wir sind in Wismar gestartet und jetzt sind wir schon kurz vor Pöhl. Wir kennen uns in diesem Gebiet hier noch nicht wirklich richtig gut aus. So war es eine Idee von uns, einen kurzen Kurs abzustecken, den Barrazähler zu setzen und einfach nur mal Spaß haben. Und wenn man schon hier ist, können wir auch ein wenig vor Pöhl ankern. Und am nächsten Tag sollte es dann wieder zurück zum Hafen gehen, nach Wismar. Da hinten ist Timmendorf auf Pöhl. Nicht Timmendorfer Strand in der Nähe von Lübeck, sondern Timmendorf Pöhl. Wir haben jetzt sogar schon Halbwind. Und das kann der Pasi auch gut ab. Naja, sogar richtig gut. Es ist auch richtig stabil. Aber wir müssen sowieso gleich unseren Kurs ändern und da werden wir abfallen. Das ist Timmendorf auf Pöhl. Wir sind noch gut 3 Stunden weitergesegelt. Hat uns sehr viel Spaß bereitet. Dann sind wir zurückgefahren und haben vor Pöhl geankert. Wir setzten den Anker und die meisten anderen machten sich auf den Weg nach Hause. Ah ja, sehr interessant. Hier kommen sie, jetzt haben sie irgendwie offensichtlich alle getroffen. Die haben da alle zusammengelegt, Mädchen. Und da war ein Flamingo drauf. Da ist das letzte. Ach, hier ist ein Einhorn gewesen. Ja, jetzt sehen wir gerade. Schade, es ging die Sonne, das sieht man nicht so gut. Aber lustig, der schwamm so durch die Gegend. Süß. Jetzt werden wir hier ordentlich durchgeschaukelt. Bis wir so einigermaßen aus dem Ankerfeld sind. Ah, da ist der Flamingo. Wir haben uns schon gewundert. Wir hatten nämlich einen Flamingo mitten im Wasser schwimmen sehen. Und da dachten wir, Kitty dachte, Und ich dachte, warum muss man unbedingt einen rosa Flamingo haben? Wir liegen hier vor Pöhl. Oh, jetzt wird es ganz schön windig. Mir ist ganz schön auf hier auf einmal. Aber es sieht doch so aus, als wenn es hier gleich ein Gewitter gibt. Also es scheint eine sehr beliebte Ankerbucht zu sein, deswegen haben wir uns hier auch hingelegt. Wir kennen uns ja hier nicht aus. Es sind 6 Seemeilen von Wismar entfernt, vom Wismar Westhafen. Und hier bleiben wir, heute ist Freitag, hier bleiben wir dann bis Sonntag. Da soll das Wetter auch schlechter werden und ich muss eh dann nach Hause arbeiten. Maxin freut sich auch. Oh, Maxins Umhang ist abgefallen. Muss gleich mal festzogen wieder. Tja, so ist unser Maxin. Ist halt ein richtiger Junge. Dann gab es noch lecker Fischbrötchen vom Fischkutter und ein Bier. Der Wind hatte wieder gut abgenommen und wir freuten uns auf einen schönen Abend. Thank you.
Nach und nach gesellten sich immer mehr Schiffe hier zum Ankern. Was ein wunderschöner Abend. Wir lieben es, vor Anker zu liegen und den vorbeifahrenden Schiffen nachzuschauen. Und mehr Ankerlichter gehen an und runden das Bild von einem schönen Abend ab. Spät ist es jetzt 10, nee, 11, ne? Halb 12. Naja, 11:30, klar, da am Frühstück. Gegen Mittag hatten wir dann den Eindruck, jemand hätte eine Dose Motorboote aufgemacht. Die Anzahl und Geschwindigkeit der Motorboote war schon beeindruckend. Macht Spaß zuzugucken. Die Werft hatte die Batterien nur wenig geladen, so wurde der Strom knapp und wir mussten unseren Honda-Generator bemühen. Der Honda-Generator ist für uns die schnellste Art, die Batterien zu laden, aber natürlich auch die lauteste. Aus diesem Grund haben wir zum Beginn der Saison 2021 unsere Anzahl der Solarpaneelen verdoppelt und seitdem reicht's locker. Und wir brauchen den Stromgenerator so gut wie gar nicht mehr. Nach den Motorbootfahrern kamen dann mehr und mehr Segelschiffe und ankerten auch hier. So wurde es langsam gemütlich und voll. Und Schiffe mit wenig Tiefgang, mit Schwenkkiel oder zum Beispiel Kimkieler, haben hier einen deutlichen Vorteil. Und nach zogen auch die Ausflugsschiffe an uns vorüber. Und es ist unglaublich, aber wahr, wenn der Wetterbericht dann doch einmal zutreffend ist. Angesagt war eine Sturmfront, eine schwere Sturmfront. Blitzartig holten immer mehr Schiffe ihren Anker hoch und machten sich auf den Weg nach Hause. Unsere Überlegung war, dass wir bei zunehmendem Wind und Starkwind überhaupt gar keine Lust haben, wieder anzulegen. Also warten. Keine halbe Stunde später hatten wir auch schon Böen zwischen 30 und 40 Knoten. Von den Schiffen, die losgefahren sind, konnte da noch keiner im Hafen sein. Also aussitzen, gute Idee. Bei der Gelegenheit kann man auch immer gut austesten, was der Anker kann. Also bei Anlegen bei Starkwind ist schon nicht das Tollste. Aber wenn dann auch noch stark Regen dazu kommt, nupp, nein danke. Oder besser, kann man machen, muss man aber nicht. Und so machten wir das, was wir am besten können, ganz in Ruhe einfach einmal abwarten. Denn bekanntlich liegt in der Ruhe die Kraft. Ich glaube, wir kriegen jetzt die Rückfront, ne? Ja. Wir hatten eben 40 Knoten, bis zu 40 Knoten. Der Anker hält noch. Noch. Max, den haben wir vorher, also als hätte ich einen guten Animus gehabt, den haben wir vorher schon festgezogen und eingepackt. Und gerade wirklich, ne, gerade hoch, festgemacht und dann kam die Front. Ich meine, noch im Weiten hat man es ja schon gesehen.
Wir sind jetzt die Einzigen, die hier noch vor Anker liegen. Die anderen haben alle fluchtartig diese Bucht verlassen. Aber bei dem Wind haben wir gesagt, wollen wir alles machen, nur nicht hier unseren sicheren Ankerplatz verlassen. Höre auf die Worte des 1O. Wo sie recht hat, hat sie recht. An Steuerung Wismar. Das ist der alte Hafen. Da fahren wir jetzt nur mal so rein, um zu gucken, wie es da aussieht. Wir fahren jetzt in den mittleren von drei Häfen, die in Wismar zu finden sind. Der mittlere Hafen ist der alte Hafen. Hier sind die meisten Touristen zu finden. Und es gibt eine große Promenade mit vielen Geschäften und Restaurants. Und oft gibt es auch ein paar schöne alte Schiffe zu sehen. Da hinten das Ende, das siehst du, ne? Mit dem Boot? Ach so? Ich musste ja ein paar Mal nach Wismar, um die Sachen mit der Werft zu klären, die es da so zu klären gab. Und die eine oder die andere Probefahrt fand auch hier statt. Ist ja gut, dass der abgefahren ist. Hast du mehr Platz? Nee, ich fahre noch ein kleines Stückchen weiter rein, da kannst du auch noch rein. Willst du Fischbrötchen? Nee. Bei diesen drei Schiffen gibt es Fisch in jeder Form für die Touristen. Ich kann ja mal hupen, vielleicht gibt es da Fischbrötchen auch. Drive's through. Nee, ein Schiff's through. Ja, was ein Brüller. Und nun geht's wieder retour. Soderli, wir sind nun gerade aus dem alten Hafen gekommen. Die Einfahrt zum nächsten Hafen, dem Wasserwanderrastplatz, liegt links auf der Backbordseite daneben, wenn man von See kommt, in den Hafen hineinfährt. Hier kann man 3 Wochen im Stück liegen, das ist von der Stadt. Und nach 3 Wochen muss man aber gehen, das ist die längste Zeit, die man da liegen darf. Dann braucht man aber nur einen Tag weg zu gehen und dann kann man wieder 3 Wochen liegen. Den gucken wir uns jetzt auch mal an. Hier wird noch eine Menge gebaut. Der Rastplatz, der liegt ganz gut, weil der relativ dicht bei dem Bahnhof ist. Der ist aber leer. Ich glaube, das weiß kaum einer. Wahnsinn, die haben hier Corona-mäßig wirklich jeden zweiten Platz geschlossen. Und dann geht's wieder raus. Wir kommen jetzt vom Wasserwanderrastplatz, fahren am alten Hafen vorbei. Und neben dem alten Hafen liegt dann der Westhafen. Also wenn man von seewärts reinkommt, ist es der Hafen an Steuerbord. Oh, ein bisschen spooky, wenn man da dran vorbeifährt an dem Riesendampfer.
Ja, dieser Anblick macht demütig. Und die möchte man nur haben, wenn man weiß, dass das große Schiff hinter einem fest am Kai liegt. Na mal sehen, ob dies unser neues Zuhause wird.